Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier zu Doom Eternal. Denn ich bin der Doomslayer. So, und da vorne ist was zum Slayen. Wir müssen noch zwei Dämonen mit der Knarre hier killen. Und ich denke, es wird Zeit. So, und damit haben wir alle Herausforderungen erledigt. Nice. Zerstöre 25 Arachno-Geschütze. Da sind wir immer noch dabei. Bitte mindestens drei Gegner 15 Mal... Oder haben wir 14 schon? Prowler. Ich weiß gar nicht mehr, was Prowler waren. Das hier können wir am besten machen mit einfach so diese kleinen Noob-Zombie-Viechern. Ich wollte Fickern sagen, aber ich habe mich zusammengerissen. Damn, das sehe ich ja jetzt erst. Nichts passiert. Okay, kleiner Blick. Erstmal wichtiger Check. Aber wir haben ja alles. Wir haben alles! Bringt dich nach Sentinel Prime. Dort versteckt sich der Höllenpriester Deag Graf. Das heißt wirklich Deag, ne? Die Finsternis überkommt mich. Was? Haben wir alles geschafft? Yes, man! Absolut geil. Achso, bevor ihr euch wundert, in der Zwischensequenz werden wir jetzt einen weißen Anzug anhaben. Den haben wir irgendwie freigeschaltet, ich habe keine Ahnung wie. Und der sieht richtig fett aus. Nice. Toll. Ist ja toll. Gar nichts. Schön. Gar nichts ist sehr wenig. Sentinel Prime. Du bist durch den Marskern gereist und in der uralten Stadt Sentinel Prime angelangt. Du hast die Hoheit über diesen unheiligen Ort. Vorerst. Der große Slayer war einst ein Kriegerkönig in dieser Welt. Die Tradition verspricht dir eine sichere Reise, aber der Abschluss dieser Mission wird dich teuer zu stehen kommen. Der Höllenpriester Graf erwartet auf dich. Erwartet auf dich? Moin! Ich komme zum Slayen. Willkommen zu Hause, großer Slayer. Sag's dem Priester. Okay. Cool. Was? Dämonische Verderbtheit. Sentinel Prime. Home sweet home. So. Sentinel Prime.
Die uralte Arena ist ein heiliger Ort für die Menschen von Agen Dunur. Das Kolosseum wurde in den Anfängen ihrer Zeitrechnung erbaut und diente als Schauplatz für Kampfesprüfungen. Historische Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass die Agenta ihresgleichen nicht einsperrten. Gefangene und Kriminelle erhielten vielmehr die Chance auf die Wiederherstellung ihrer Ehre durch Sieg in der Arena. Wem dies gelang, erhielt einen Platz als Frontsoldat in der Wächterarmee, um für Agent Dunur zu sterben. Der althergebrachte Zweck der Arena verschwand seit der Assimilation durch das Schattenreich. Die korrumpierten Priester, oder wie es hier steht, die korrumpierten Priester fördern jetzt wesentlich blutrünstigere Begegnungen und lassen zur Unterhaltung bewaffnete Gefangene gegen Dämonen antreten. Die Priester des Derg-Ordens herrschen unangefochten über Agent Dunur. Wer das Blut der herrschenden Agenta vergießt, wird unweigerlich als Sünder verbannt. Jedem, der sich nicht an die bestehenden Verhaltensregeln hält, wird kein Asyl unter den Agenta gewährt. Das heißt, wenn wir Blut vergießen, werden wir verbannt. Na dann, Prost! Im Blutvergießen ist doch das A und O. Das ist doch unser täglich Brot. Abgesehen vom Brot. Und trug das hier. No way. Gedärme. Eingeweide. Muss töten. Muss alle töten. Er besitzt noch Kampfeswillen. Trotz seiner Wunden. In die Arena mit ihm. Er wird bewertet wie alle anderen. Moment. Ist der Doomslayer der Doomguy? Ich dachte nicht. Hieß es nicht, dass das nicht ist? Wir sind der Doomguy. Wir sind der Typ aus Teil 1. Leute, ihr müsst es so sehen. In Teil 1 sind wir der Doomguy, in Teil 2 auch, aber in Doom 64, was genau zwischen den Teilen ist, also zwischen dem zweiten und dann jetzt Doom 2016 quasi, bleibt der Doomguy in der Hölle. Er bleibt in der Hölle zurück, um die Erde zu sichern. Das ist das Lore. So viel ich es noch weiß zumindest. Das heißt aber, wir sind der Doomguy. Der Doomslayer ist der Doomguy. Und keine andere Person. Oder sehe ich das jetzt falsch? Die Geschichte der Wächter. Teil 4. Übersetzung eines Textes aus der Ligra Sultagena. Kenta. Während der Regentschaft von König Novik, als die Agenta Frieden und Sicherheit über Dimensionen hinweg brachten, fanden wir einen Fremden. Er war nicht von unserer Welt und sprach eine abstoßende Sprache. Wie er zu uns gelangte, war uns ein Rätsel. Eine Gruppe Wächterspäher hatte ihn blutüberströmt, von Klauen zerfetzt und dem Tode nahe gefunden. Er murmelte von drohendem Unheil und den Mächten der Finsternis. Blut und Überreste auf seiner Rüstung schienen nicht nur von ihm selbst zu stammen. Nach dem Gesetz der Agenta würde er wie alle vom Pfad abgekommenen im Kolosseum die Chance erhalten, für seine Freiheit zu kämpfen. Wir wussten nichts über ihn, nur dass er unbändige Wut in sich trug.
Seine Kleidung passte nicht hierher und er hatte obskure Munition bei sich. Seine Entschlossenheit war jedoch stärker als seine Verletzungen und er schlug sich beispielhaft in der Blutarena. Sein Stil war roh und brutal, aber seine Unerbittlichkeit gereichte einem wahren Wächter zur Ehre. Sein zorniger Kriegsschrei hallte durch das Kolosseum und die Wächter jubelten seinem Banner zu. Reiße und zerfetze! Rip and Tear. Riefen sie dem animalischen Krieger zu, der tödliche Wunden trotzte. Okay. Er hielt weder Rang noch Titel. Die Überlebenden der Arena bekamen nur eine Belohnung. Das Recht auf einen ehrenhaften Tod im Dienste der Maker. Die Entschlossenheit und hasserfüllten Worte des Fremden blieben dem Orden der Derg nicht verborgen und Kunde davon erreichte die Khan Maker, die ihn zu sich bringen ließ. Sie wies ihre Untergebenen an, seine Sprache zu lernen, denn er sprach von unentdeckten Ländern, Kreaturen aus Feuer und einem dunklen Ort, der der Königin und ihrer Kaste unbekannt war. Denn dies war nur eine weitere Gelegenheit, das Geschenk der Maker an Bedürftige zu verteilen. Okay. Wenn wir der eine und derselbe Typ sind, dann macht es auch Sinn, warum wir gottähnliche Kräfte haben. Beim Lore von Doom 2016 bekommen wir von irgendeinem, so heißt es, die Gotteskraft. Oder eine gottähnliche Kraft. Keine Ahnung. Wie? Ich weiß gar nicht, ob ich das noch alles richtig auf Kette kriege. Reißen und zerfetzen. Aber ich find's krass, dass wir uns haben reden hören. Das hättest du dir vorher überlegen müssen. Die Geschichte der Wächter. Ich denke mal, hier werden wir ordentlich was an Lore erleben. Übersetzung eines Textes aus dem Ligra Sultagena. Das Buch der Könige kennt man. Am Vorabend des schwarzen Sterns stiegen dunkle Wesen aus einer Welt unter der unseren auf. Sie kamen nicht mit einem Schiff, sondern durch das Dimensionsgewebe. Aus Flammen umtosenden Toren kamen gehörnte Bestien aus einem zeitlosen Reich gestürzt. Erst eine, dann viele, und vor Feuer schäumende Wellen des Bösen brachen aus den obsidian-schwarzen Wäldern auf der Argenta-Oberfläche hervor. Die Alorum-Clans aus den östlichen Bergen fielen den Teufeln zuerst zum Opfer, und dann brach die Stadt Telorum unter dem Ansturm zusammen. Wir Wächter stellten uns den Monstern kampfbereit entgegen, und die gesammelte Macht der heiligen Streitkraft schlug den Dämonen entgegen. Doch die dunklen Tore spuckten immer größere Horden aus. Die unheiligen Kriege begannen, als uns das Zeitalter der Dunkelheit verschluckte. Damn. Sieht aber nicht mehr belebt aus hier, ne? Ich weiß genau, was du zurücklassen musstest. Kehre dorthin zurück. Beende diesen Kreuzzug. Du kannst sie nicht retten. Sie haben mich darum gebeten. Und so gebe ich es ihnen. Lässt du den Priester leben, werde ich dir zurückgeben, was Dämonen dir vor so langer Zeit nahmen. Du musst nur umkehren. Und es wird wieder dein sein. All der Schmerz, der dich quält, wird enden.
Ich trau dir nicht. Okay, können wir nicht lang. Die Geschichte der Wächter, Teil 6. Ah, okay. Bislang konnten wir unsere Feinde immer aufhalten, aber nicht die Dämonen aus dem Schattenreich. Ihre Waffen waren nicht aus Stahl geschmiedet, sondern entsprangen der Essenz ihres Selbst. Eine dunkle Magie, der wir noch nie begegnet waren. Waren wir übermütig geworden? Hatte der Glanz unseres wachsenden Reichs unsere Klingen stumpf werden lassen? Wir waren ratlos, wie wir diese Gegner niederstrecken sollten. Die Maker-Götter sahen sich überrumpelt und unsere Gelehrten und Priester versuchten verzweifelt, uns einen Vorteil in der Schlacht zu verschaffen. Der Feind wusste nicht, dass unsere Niederlage kurz bevorstand und unsere Götter standen uns bei, als wir an der Lösung arbeiteten. Der Orden der Derg entwirrte das Rätsel hinter diesen widerwärtigen Kreaturen zuerst. Den Priestern gelang es, einige der Monster einzufangen und sie machten sich daran, die Quelle ihrer Macht zu entdecken. So schießen wir auf die Essenz des Schattenreichs. Ihre Macht war unser nicht ganz unähnlich, speiste sich aus der Lebensessenz in ihren deformierten Körpern und war die Energie für ihre Attacken. Es war möglich, sie in unsere eigenen Waffen zu leiten, was den Agenten ermöglichte, den Dämonen auf Augenhöhe zu begegnen. Die Priester glaubten, dass sie mit mehr Wissen über die Essenz auf dessen Quelle stoßen und die Dämonen davon trennen könnten. So würden wir ihre Armeen abschneiden und hätten den entscheidenden Vorteil, den wir für den Sieg benötigten. Die Khan-Maker gab unserem König ihren Segen und wies die Priester an, sich tiefer in die Rätsel des scharlachroten Elixiers aus dem dämonischen Reich zu graben, denn sie wollte das Gleichgewicht unseres Universums wiederherstellen. Es verlangte ihr nach Assimilation, denn die Hölle lag außerhalb ihres Einflusses. Nach vielen Anstrengungen stießen die Priester auf mehr, als sie sich je erträumt hätten. Sie erfuhren die wahre Natur der dämonischen Energie und fanden heraus, wie sie diejenigen stärken könnten, die sie kontrollieren konnten. Und das ist nicht gut. Mit der Energie in den Adern unseres missgestaltenden Feindes konnten Leben ausgelöscht oder verstärkt werden. Heilkraft, Unsterblichkeit und Weisheit jenseits unserer Vorstellungskraft. Die Lebenskraft der Dämonen in den Händen unserer Wächterpriester unter dem gerechten Auge der Khan-Maker würde unser Volk nicht nur den Sieg bringen. Wir würden eine neue Daseinsebene und eine neue Ära der Militärwissenschaft und des Heilungspotenzials erreichen. Kein Wächter müsste mehr Krankheit fürchten und kein Maker müsste sich mehr der Transfiguration unterziehen. Was? Niemand würde dem Frieden im Wege stehen oder unserer Welt bedrohen. Das wahre Gleichgewicht über die Hölle und seine Legionen über Raum und Zeit hinweg, in dieser Welt und allen anderen. Und wir würden es bestimmen. Zusammen mit den Makers würden wir ewigen Frieden finden. Das Problem ist ja, dass mit großer Macht immer auch Machtmissbrauch kommt. Warum ist da ein Knoppes? Die Khan-Maker verlangte nach einem Zehnten der Essenz und die Priester unterwarfen sich ihrem Willen. Der Orden der Derg beriet sich mit dem König und sie sprachen von verderbten Landen, die hinter der blasphemischen Kluft warteten und der Möglichkeit, Agent Dnur von den neuen Eindringlingen zu säubern. Wir brachten den Krieg auf ihren verfluchten Boden und stürmten durch die verhexten Tore. Also die gehen in die Hölle? What the fuck? Einer von uns schien die wahre Natur dieser niederträchtigen Dämonen zu kennen. Es war der Outlander. Der Fremde, der zu uns gestoßen war und an vorderster Front länger als irgendein Gefangener von Wächtersblut überlebt hatte. Ja, Mann.
Seine Blutlust im Angesicht der schauderhaften Horde war deutlich und er wollte ihre Vernichtung ebenso sehr wie wir, obwohl Agent Denur nicht seine Heimat war. Sein Eifer blieb den Wächterinquisitoren nicht verborgen und man munkelte übrigens auch, von einem geheimen Abkommen, das er mit den Dämonen unterhielt. König Novik brachte diese Stimmen zum Schweigen und erwählte ihn. Der Fremde wurde vom dem Pöbel enthoben. Obgleich keinem Gefangenen je diese Ehre zuteil wurde, der die Arena überlebte, brachen die Wächter der Nacht mit ihrer Tradition und erachteten den Outlander einer Ausbildung als würdig. Einige Schüler rümpften die Nase ob des Barbaren in ihrer Mitte, aber im Krieg gegen die Dämonen galt es, jeden noch so kleinen Vorteil zu nutzen. Und als sie bemerkten, dass der Fremde es mit ihren Meistern aufnehmen konnte, akzeptierten sie ihn als loyalen und unerbittlichen Mitstreiter. Dieser Mann war ein Außenseiter, ohne Freunde, und doch stand er jedes Mal wieder auf, wenn er im Staub lag. Niedergeschmettert, zerschrammt und mit Blut im Gesicht richtete er sich wieder und wieder mit grimmiger Entschlossenheit auf, um dem Feind wieder im Kampf entgegenzutreten. Ja, ist egal, was da stand. Die Tage zogen ins Land, während der Fremde in die Lehren des Ordens eingewiesen wurde. Die uralten Lehren des Kampfes und der Bruderschaft, die alle Wächter verinnerlichen. Er spürte, dass sein Tag bald kommen würde und er seinen Zorn erneut in der Hölle entfesseln könnte. Was für eine kranke Story, ja? Die Wächter der Nacht waren beunruhigt, dass er sich einfügte und gewährten... Beruhigt übrigens. Die Wächter der Nacht waren beruhigt, dass er sich einfügte und gewährten ihm seinen innigsten Wunsch. Sie nahmen den Fremden mit in die Hölle. Rastlos kämpften sie, den unnatürlichen Elementen ausgesetzt und übten sich im Schein des nächtlichen Blutmondes im Kampf. Der Fremde war erschöpft, verletzt und krank, doch weder bat er um Hilfe, noch gewährte man sie ihm. Dreimal reisten die Wächter der Nacht durch die Höllentore und zurück und mit jedem Mal wirkte der Fremde gestählter. Nun, im Gleichschritt mit den Wächtern und seinen Hunger nach Dämonenblut im Zaum und unter der Oberfläche brodelnd. Wow. Jahre des Kampfes mit den Ausgeburten der Hölle verlieh dem Fremden das Ansehen eines der mächtigsten Krieger der Agenta und er wurde zu ihrem Waffenbruder, ein Verbündeter und eine Waffe. Damn, Boy! Da, guck mal! Guck mal! Damn, ist das geil. Okay. Ich bedauere die Menschen wirklich. Sie tragen ein schweres Schicksal. Doch ich muss eine Welt retten. Ohne ihre Seelen gibt es keine Höllenenergie. Kein Argent wird fließen können. Dies kann ich nicht zulassen. Du wirst Ördings Fortschritt nicht im Weg stehen. So wurde es schon immer gehandelt. Du hast kein Recht, uns unsere Chance auf Wohlstand zu verwehren. Du legst dich mit etwas an, das du nicht kennst. Apropos nicht kennen, erstmal eine Karte holen. Das ist unglaublich still hier, ne? Macht mich gerade ein bisschen fertig. So. Die Geschichte der Wächter, Teil 8. Wir rangen mit den Bestien und die Agenta-Gesellschaft wuchs unter dem wachsamen Blick der Makers und dank der unermesslichen Kraft der Essenz. Während unsere Generäle vollauf mit dem unheiligen Krieg beschäftigt waren, stand unsere Kultur ganz im Zeichen des faszinierenden Tranks, mit dem uns der Feind unwissentlich beschenkt hatte. Das süße Elixier.
Es trieb uns weit über die Grenzen der Leistungsfähigkeit und erlaubte uns, tiefer in Dimensionen abzutauchen, als wir es je für möglich gehalten hätten. Mit den Maker-Göttern an unserer Seite und der Findigkeit unserer Hohepriester loderten unsere Flammen und Kriegsmaschinerie. Die Massen tranken gierig vom Energiequell, den die Priester entdeckt hatten, aber wir Wächter der Nacht gaben uns diesen Überfluss nicht hin. Manche von uns flüsterten leise Vorwürfe und Warnungen ob dieser Art des Fortschritts, aber da es unsere Aufgabe war, das Volk zu verteidigen und nicht dessen Zukunft zu diktieren, hörte man uns nicht an. Die haben alle quasi Dämonenblut getrunken, oder was? Sind die blöd? Ein Schild. Leute, wir werden natürlich hier alles mitnehmen. Weil so ein Gullideckel lasse ich doch nicht liegen. Ist das Bossfight? Das ist ein Bossfight. Okay, die Geschichte der Wächter, Teil 9. Als der schwarze Stern hoch oben am Firmament seinen unheiligen Zenit erreicht hatte, saß König Novik rastlos auf seinem Thron. Eine alles verschlingende Dunkelheit sammelte sich genau hinter der Bergkette im Osten. Die Plage ergoss sich in Kaskaden und strömte in blinder Wut aus dem Höllentor. Unter ihnen war ein monströser Titan, der Dreadnought. Ein Monster, dessen Statur und Bedrohlichkeit selbst die mächtigsten der Ancestral in den Schatten stellte. Der groteske Riese zog eine Schneise der Verwüstung hinter sich her. Ein brutaler, dämonischer Ansturm, der wie nie zuvor ins Herz von Argent heißt es ja, ne? Argent nur vordrang. Wie konnte sich dieser Koloss unbemerkt durch das Höllentor zwängen? Wir fanden es nie heraus, aber die Wächter der Nacht vermuteten Verrat. Die Wächter sahen sich überrumpelt und versuchten verzweifelt, den Titanen und sein Gefolge abzuwehren, während sich die heilige Stadt Taras Nabat auf ihre letzten Stunden vorbereitete. Die Dämonenflut, die sich im Schatten des grausigen Kolosses ergoss, erschütterte die Stadt in ihren Grundfesten. Niemand wurde verschont und nur wenigen gelang die Flucht nach Norden. Die Höllenbrut plünderte unseren Tempel und Paläste, brannte unsere Türme nieder und labte sich an den Seelen des Klerus. Doch die Wächter der Nacht beugten sich den Dämonen nicht, obwohl sie zurückgetrieben wurden und sich in den Blutarenen eingekesselt sahen. Auch im Dunkel der Nacht reckten sich ihre Schwerter noch gen Himmel und pflügten sich erbarmungslos durch die feindliche Übermacht. Als alle anderen Anwärter schon niedergemäht waren, stand der Outlander noch immer in den unbeugsamen Reihen der Wächter. »Reißen und zerfetzen«, schrie er in ungezügelter Wildheit. Die verbliebenen Rekruten in der Arena hielten den Atem an, als sie der Bestie zusahen, die einst hier als Gefangener gewütet hatte, jetzt aber Seite an Seite mit seinen Wächterbrüdern kämpfte. Bestie. Er vollbrachte Unmenschliches und zeigte sich als wahrer Wächterkrieger, als der Beste unter ihnen. Doch obwohl sie die Horden in die Knie zwangen, blieb der Titan unbesiegbar. Die Wächter der Nacht hatten den Ansturm kurz vor Morgengrauen ausgedünnt und der Outlander hielt seine Stellung am Fuße der großen Mauer des Nordflügels der Festung. Samur, der Kanzler der Allmutter, bemerkte die schier endlose Ausdauer des Outlanders, zog ihn heimlich von seinem Posten ab und unterzog ihn einem unbekannten Ritual.
No way. Pure Blasphemie, denn Samu handelte nicht auf Geheiß der Khan Maker. In der Kapelle der Reinheit unterwarf sich der Outlander der Gottesmaschine. Dort segnete Samu Maker, der Seraphim. Das ist der Seraphim, der uns... Holy shit, Samu Maker. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, was das bedeutet, Alter. Der Seraphim, den wir nur als rechte Hand der Allmutter kannten, den Outlander mit ungekannter Schnelligkeit und Kraft, die seine Entschlossenheit glich. Die Methode hinter dieser Transfusion gab uns Rätsel auf, denn wir dachten, dass die Maker-Maschine, mit der die Agenta vor vielen Generationen beschenkt wurde, nur dem Zweck diente, Unreinheit in unseren Reihen ausfindig zu machen. Wie konnte sie dann dafür eingesetzt werden, den Körper des Outlanders zu reinigen und unseren zukünftigen Kriegsherrn zu stärken? Was sich an diesem schicksalhaften Tag aus dem heiligen Sarg erhob, war nicht die unreine Abscheulichkeit, vor der uns die Priester gewarnt hatten. Der Held darin würde bald als großer Slayer bekannt sein, als Zeitwanderer, als Krieger-Khan, dessen Feuerschwert einen Pfad für die Gerechten durch die Dämonenhorden brennen würde. Mit einer Rachelust, die nur einem Gottkönig innewohnen konnte. Das Ritual konnte ihm nichts anhaben und seine Augen glühten mit der Magie der Maker. Er nahm den Schmelztiegel und das Feuer der Geister schoss aus der Klinge, als Zeichen dafür, dass sein Besitzer ein wahrer Wächterkrieger-König war. In unserer dunkelsten Stunde wurde der Slayer erwählt. Ein Fremder wurde mit himmlischer Macht gesegnet und trotz der Tradition, unseren heiligsten Gesetzen und dem Willen der großen Khan. What? 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 Willst du mich rollen? Der Seraphim hat uns gottähnliche Kraft gegeben. Obwohl, man muss sagen, wir waren vorher schon ein richtig harter Mofo, Alter. Also hier von wegen Cheaten ist nicht, Alter. Wir haben vorher schon alles weggemäht, Alter. Leute, wenn du auch wegmähen willst, versuch's doch erstmal mit deinem Daumen. Denn wenn du den nach oben mähst, kannst du hier ordentlich ein Like hinterlassen. Mäh mir auch gern noch einen Kommentar ins Feld, Alter, freue ich mich sehr drüber. Bis zum nächsten Mal. Der Doomslayer.